Maxim plus Kevin. 80 Minuten Game. Origin gegen Fnatic. Cast Highlight. Das war auch ein verrücktes Game, ne? Allein, Leute. Das Video beginnt und wir sind bei Minute 40. Maxim steigt einfach ein bei Minute 40. Spielst du bei Irelia? Immer noch? Sehr selten. Du warst ja the Main, aber. Ich war the Main, ja. Was ist jetzt los? Ich pack sie nur dann aus, wenn es wirklich sein muss. Wenn die Welt den Main auch braucht. Aktuell spiele ich Shen. Mann, ich vermisse Maxim als Caster. Ja. Offensive Nami Wolf. Hey, wer hätte es gedacht? Sie trifft nicht. Ihr GG! Mann! Hey, hey. Wieso? Lauter, ist laut genug jetzt? Trinity Proc. Ein bisschen lauter. Das ist das Tolle, dass du. Ah, nee, das kriegst du ja gar nicht. Ne? Wenn du Trinity hast und ultest, dann ist das nicht wie bei Cleaver. Dass du da. Bei Cleaver ist ja, du machst Normal Damage, wirst du beschleunigt. Trinity Force ist ja nicht auch. So. Doch. Nee, nur wenn du Last hattest. Und Auto-Text. Ja, aber der. Du musst gucken, ob die Musik von den Videos. Als normal, als Hit. Oh Leute, es gab noch keine Champion Bounties, es gab noch keine Bounties auf Objectives. Die Gegner, also Fnatic hat einfach 30 Milliarden Drakes. Ja, meine Güte. Hit, aber nicht als Auto-Tag. Trinity muss auch gleich den Drake sehen. Oder lastet? Nee, ich mach doch immer. Ich bin immer schneller. Google. Oder LOLWiki. LOLWiki ist. Chat weiß es. Nee, guck. Das ist wirklich entscheidend. Ja, das kann ja sein, dass es da steht, aber da steht einiges. Das beeindruckende Game war, ich erinnere mich noch an das Game, ich habe es damals auch geguckt, Maxim war einfach ein geiler Caster. Es geht ja jetzt noch 40 Minuten, das Spiel, noch 40. Und die meisten dieser Games in der Meta, die halt damals so lang gehen, das war ja 7 Jahre her mittlerweile, fast 7 Jahre. Ja, also ohne Sivir sind die Games nicht so lang gegangen, aber Victor und Azir waren scheinbar auch in seiner Wave Clear, aber meistens war es eigentlich eine Sivir. Verlässliche Quelle, LOLWiki oder Chat. War das normal. Du guckst auf der aktuellen Seite, das ist nein, nicht auf League of Legends. Rectus of Ezreal, Mann. Noch bei Fnatic. Das ist noch eine Frage. Ex-Pack auf ADC. So. LOLWiki, Leute. Auch so Boost. Junge, du sollst dich hier ja gucken. Aber was soll ich sonst gucken? Trinity! Ja, aber ich muss ja auch gucken, ob das als normaler Damage zählt. Ich muss ja gucken, ob Trinity! Es ist Noble Damage. An alle Matrix-Fans. Nein. Doch. Ja, aber die Ultimate. Nein. Was? Guck's jetzt. Nach LOLWiki, Trinity. Disconnect ich hier, mein Gehirn. Ich hab das immer gemacht, um wegzurennen, weil ich schneller bin dann. Und ich bin jetzt einmal irgendwie. Ich gehe nachher ins Custom Game und wenn das stimmt, castet das nächste Spiel nackt. Und dann hoffe ich, dass die Kamera freeze. No. Wenn wir zurückschalten. Eieiei. Ich bin mir ziemlich sicher. Also ich ja, du hast. So verrückt mit, also heutzutage werden alle bei Minute 45 3000 Mal Fullbild, ne? Alle. Weil so viel mehr Gold im Game ist. Damals hat so Irea noch nicht Fullbild, obwohl sie 340 CS hat. Das wäre heutzutage 10-mal Fullbild. Aber damals haben wir mindestens noch weniger Gold gegeben. Das unterschätzen immer viele. Cannon Minions scannen nach oben in Gold und spawnen mehr Cannon Minions. Als früher ist schon sehr viel mehr Gold im Game. Die Ult, dann hast du auch Minions Farben, gelastet. Nicht über Gold schnell. Von Champions. Die Ultimate von Irea ist kein On-Hit. Das ist ja, ich meine, da kannst du ja. War das schon immer so? Ja. Aber hat Kevin gerade gedacht, die Irea Ult gibt On-Hit? Er war doch Irea Main. Die Re-Ult, die 4 Klingen, haben Sheen ausgelöst, aber du musstest dann auch noch Auto-Tacken. Heißt, er hat geultet, um wegzukommen, meinte er gerade, weil er dachte, er ist procked Phage, damit er Movement-Speed bekommt. Weil früher war ja der Half-Bound X-Effex auf Phage drauf. Das heißt, er hat komplett getrollt. Aber die Ult hat Lifesteal gegeben, das hilft dann beim Wegrennen doch ein bisschen, ne? Junge, ich hab in meinem Leben 2000 Irelia-Games gemacht. Ja, ich bin LOL-Main! Aber theoretisch, also, Maxim sagt, er ist LOL-Main, aber es Phage wurde irgendwann geändert von On-Hit zu physischen Schaden machen. Und wenn das der Patch war, was ich nicht mehr weiß, wo es geändert wurde auf physischen Schaden machen, dann hat Kevin recht. Dann kann er ulten für Movement Speed. Da ist lange her. 7 Jahre. Oh, GG, Alter. Oh Mann, ey. Wirklich, jetzt wirklich wichtig ist, dass Reckless den Summoner das nicht abhaben wird. Gamsu? Jetzt ultet er einfach, ne? Wow! Und das war ohne W! Oh mein Gott, direkt was für eine Meta. 306 pro Tick? Leute, müsste ich nochmal sehen. Summoner das nicht abhaben wird. Gamsu taut. Wow! What? Und das war ohne W! Honestly, League war schon immer einfach ein direkt unbalanciertes Game. 306 pro Tick? Und man beschwert sich viel über Yumi, aber was ich da gerade gesehen habe, war auch insane. Junge! GG! Junge! Nee, das ist nicht richtig. Das ist so traurig, was hier gerade passiert. Die haben so viel Gold, schau es auch, also die Base wird geschippt, Maxim und Kevin sind null Hype, weil die genau wissen, das Game geht noch locker länger. Und das Spiel ist immer noch nicht vorbei. Ich glaube, das Game könnte auch locker noch 80 Minuten gehen, also könnte noch 20 Minuten gehen. Aber Kevin hat recht. Gesagt, noch 80. Ja, so stimmen wir alle ein. Ja, mit dem Z-Rod in der Hand und der Top-Lane völlig frei. Südlich. Oh, Power-Beat! Der ist down! Kein Flash! Das ist bitter Reckless, aber ebenfalls nicht gut positioniert. Ey, der Jack ist spawned, macht den Fight vielleicht machbar? Was war das denn? What? Sixpack ist schon wieder!
Maxim ist so geil. In drei Mann geflasht. Wer hat den denn geboostet? Ist ja übelst amazing a stone. Fnatic, können sie jetzt beenden? Außer Soez. Du gehst jetzt in die Base. Du holst dir C-Rod. Du portest da hoch. Stellst es auf und X-Pack ist die aus dem Leben. Schuhe verkaufen. Und Zero Point. Oh, er geht backdown, er geht wirklich backdown. Mit Low HP. Spiel. Er will die Leute stunnen. Was macht der denn? Du hast keine HP, du Sohn. Aber na doch. Was willst denn du da machen? Also entweder läuft durch oder Gamze muss die Pien hier. Was macht der denn? Ich das so. Was? Wie viel Leben hat der Turret da? Was macht der denn jetzt? Oh, also er will den Turm nicht nehmen. Aber warum ist er denn überhaupt dahin? Jetzt wastet er einfach Teleport. Wenn er wirklich einen Warp platzieren würde oder irgendwas. Boah, ist ein kompletter Int. Ich das so. What? Stop. Was ist denn das? Haben wir den nicht Elder gemacht? Egal, das war's. Fnatic nimmt den ersten Turret. Fnatic nimmt den Inhib. Der nimmt Elder. Fnatic geht zurück. Das war's, Leute. Offiziell. Oh, das war's. Wir können nicht mehr. Das ist doch nicht richtig. Die gehen jetzt zum Baron. Warum denn Baron? War Elder noch useless damals? Originally bewusst auf dem Boden. Beides nehmen können. Statt den Inhib in Midlane. Fnatic hat Ehre. Die wollen nicht treten. Die Top-Ever an Twitch, ist ja verrückt. Die werden gebackt dort. Nein, die werden gebackt dort. Ich hab keine Waves dafür. Und zwar hochziehen! Stell dein Warp rein danach, ne? In die freaking Base! Alter, was ist das für eine Wave? An null geht's, der aber. Der hat. Oh lol, der steht 067. Alter, 645 Farm. Leute, das ist das schlimmste Game, was ich jemals gesehen habe. Das ist das Wilder. Alter, im letzten Video hat das auch gesagt, der gute Maxim. Wo hast du gelogen? Nie auf. Bei einem der beiden. Die sind halt beide mal gesteigert. Na, die haben ja immer noch Baron Buff. Fnatic hat 40 AP und AD mehr. Über die Items hinaus. Der Ivan, der Facepalm schon, der ist tot, der ist müde. Der will nicht. Der will einfach nach Hause. Der will das Donnerstag. Ist Top Inhib gefallen, wir haben es gar nicht gesehen. Der will in die Solo-Queue. Der will einfach nur in die Queue. Wusstet ihr, dass irgendwann Minions zu tanky werden, dass sie nicht enden können, dass die Minions einfach automatisch enden, dass so 5 Stunden League of Legends können Champions mindestens nicht mehr besiegen und dann gewinnt einfach eine der beiden Seiten. Du bist X-Pack, ey. Hast Autofill bekommen, kriegst ADC als Rolle und bist in dem 67-Minuten-Game und stehst 0-6 ab. Afghan. War schon krass, wie gut Origin damals war. Leute! Mein X-Pack war so schlecht auf ADC. Ich meine, aber sie haben trotzdem geile Games gespielt. Moment, wo wirklich jetzt eine Pause kommt und die pullern müssen. Irgendwann setzen körperliche Bedürfnisse ein. 68 Minuten! 120.000 Gold, 600 Farm Midlaner. Ich meine, die sind witzigerweise nicht bei dem Gold von Frogn. Muss man auch dazu sagen. Ah, von Frogn sind sie noch weit weg. Jetzt ist einfach ein Inhibitor gefallen. Der wird aber noch 10 Minuten, Mann. Das ist der 50. Inhibitor. Das hat Aurelion Soul, also True. Die Infinite Scaling Champions können clearen wahrscheinlich. So Valga, Aurelion Soul vielleicht, ja. Was ist denn das? Damals war das Game noch ein anders vor 7 Jahren. Das ist hier nicht World Finals. Elder ist gleich wieder ab. Alles klar, Reckless macht ein offensives E. Ist hier der gut. Hat Eier in der 72. Leute, es sind 3 Inhibs down. 3 Inhibs down. Und es wird nicht möglich sein, für die nächsten 10 Minuten zu enden für Origins Seite. How? Like, das ist heutzutage, du wirst einfach diven gehen. Du hast so viele Vasallen. Du, finde ich das sehr gut. Mit Nash, ja, die haben noch Nash. Haben die den Nash gemacht? Hab gar nicht gesehen. Oh mein Gott, das ist so spannend. Ich weiß ja gar nicht, wer hier dümmer ist. Das ist boah, jetzt kommt der Sachse. Ich meine, die sind so vorsichtig, aber es ist auch richtig. Ja, aber keiner will es verlieren. Stell dir vor, du spielst ein 70-Minuten-Game und verlierst. Dann kannst du auch dein Leben. Das ist einfach GG. Der Rekord was ist da. Aber Froggen war noch nicht mal bei 800, der wird gleich überholt. Froggen ist überholt worden. Reckless hat den neuen Farmrekord. Herzlichen Glückwunsch, Reckless. Herzlichen Glückwunsch, jetzt beende das Spiel! Mann, das Ganze noch. Keiner ist gestorben. Warum enden die denn nicht, Mann? Ihr habt doch einen Nein gemacht. Gamzu wird vom Guardian wiederbelebt in seinem W. Was passiert dann voller AP? Aber Aurelion hat es gewonnen, ne? Die haben gewonnen. Die haben sich noch verloren, das Game, oder? Ich weiß es nicht mehr. Da stellt er jetzt 60 Wards rein. Aber 5 Minuten, das schafft er nicht, nur noch oder? Normale Trinkets. Macht da Wards, TP'd da und executed. Alles klar. Bot Inhib ist ab. Look at him. Oh mein Gott. Okay, warte. 35.000 Gold auf Reckless. 35.000 Gold auf Herbivin. 32.000 auf PoE. Junge! Die waren schon dreimal Fullbit. Und in Game? Dreimal! Nee, haben wir nicht. Brauchen wir nicht. Der ist mittlerweile alle gegangen. Die könnten nicht einfach durchlaufen. Wenn die G8s kaufen, einfach an den Nexus hitten würden, wäre das Game zu Ende. Just end. Ihr habt Elder. End.
Der ist leer, wobei der vor uns auch schon, Kutscher hat auch gemeint, das ist nur dein Headset, also ich habe noch Sound. Okay, da ist das Z-Rod! Zum ersten Mal hat jemand gehört. Boots verkauft. Siehst du die Mechanik? Er hat Z-Rod gekauft, aufgestellt und dann Guardian geholt. Ja. Die Z-Rod Anti-Siege-Taktik, wenn drei Inips fehlen. Leute, Kamera in die Base! Mach die Kamera in die Base, du Sohn! Jetzt! Sofort! Oh mein das Gott. Ist die beste Abwehrstrategie. Da, kommen zweit. Sie. Wer hier auf die Map, cool, die Map verfolgt, das sind halt richtig viele. Helmsklamm wird verteidigt werden, Leute. Gandalf ist noch lange nicht in Sicht, weil Gandalf halt null Drakes. Alter. Das ist doch nicht hier, Alter. Mann, ey. Jetzt geht er in die Schuhe. Nicht da. The Battles of the Z-Rods. Die Zuschauer kriegen das jetzt erst mit. Alter, 76 Alter. Minuten Triple Z-Rod. Ach, Nico, das ist für ein geiles Game. Das lustig, also, wirklich so in der 8. War schon lustig, würde ich sagen. Geiler als 15 lustig, Minuten Stomp, würde ich behaupten, wäre. Aber nicht für jeden. Jeder spielt jetzt die ganze Zeit. 80. Minute. Longest Game aussieht, geschafft. Mit den drei Z-Rods, ne, ist einfach Minuten, like, Triple Z-Rod in der Base. Es wäre lustig, wenn wirklich so in der 80. Minute der Finish ist. Es wäre lustig, wenn der Finish heute wäre. Hybrid immer noch nicht. Karma ist noch nicht Minute. Nicht Hybrid ist jetzt Level 18 geworden. In der 77. Guckt hier, Level 17. Peng. In der 77. Minute. Level 18. Karma Hybrid immer noch nicht. Karma ist noch nicht Level Minute. Nicht Fullbild. Also longest Game ever. Wir haben es geschafft. Ja? EU-LCS longest Game. Alter. 23.000 Leute gucken sich das an. Seid ihr alle lebensmüde oder es was? Es tut mir alle, für ja. euch alle leid. Ich pass glaub. Auf, wir kommen noch zu 120. Nee, ich bestell hier aber jetzt, Pizza, jetzt komm. Es dauert halt. Ihr habt einen offenen Nexus, Mann. Halt still. Ihr habt Nash. So okay. Jens, oh, ja, der ja. Mentor, es beginnt. Yeah, warum nicht vor 20 Minuten? Ja, der gewinnt. Oh mein Gott, es hat ein Ende. Schon wieder Origin gewinnt ein Spiel. Mit Expected zum 10. Mal lagen sie 0-1 hin und machen dann das 1-1. Was für ein tragisches Ende. Was für ein geiles aber, Ende. Also, well played, Leute. Ich gehe jetzt schlafen, weil dann Müdigkeit hoch 10. Ist okay, wenn ich jetzt nicht die Alten mache? Es ist alles jetzt okay. Weil wir wurden erlöst von diesem absolut versüfften Gorgon. Aber die 80 Minuten waren da. Ich meine, das ist jetzt auch ein Punkt für Origin. Schon von 80 Minuten. Oh, es war die es Ära. Es ging um ein Punkt. Oh, best of two, bestes Format. Best of two. Ich dachte gerade schon, als Maxi meinte, er geht jetzt schlafen, durfte er schlafen gehen, weil stand ja unten links Thais Series 1-1, weil ich dachte, warte, ihr könnt es gar nicht sehen, Thais Series 1-1, das ist jetzt eher noch das dritte Game Casten muss, aber das war die Zeit der EU-LCS, wo wir ja Best of Two hatten. Meine Fresse, was eine tolle Ära von Maxims Castings, also Maxim einfach ein Legenden-Kommentator, 80 Minuten pure Unterhaltung, der Mann hat 2 Millionen Klicks auf das Video. Alter, League of Legends war damals noch beliebtes Game, kann das sein? Ist ja verrückt. Also dieses Video ist 5 Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre später immer noch eine Legende. Geiles Game. Subt gerne rein, wenn es euch das Reaction gefallen hat. Würde ich appreciaten. Und abonniert die Glocke. Ne? Wichtig und richtig. Absolute Legende.